Hallo liebe Leute, ich habe gerade das allererste Yottis Creations Tutorial aufgenommen. Und zwar dieses Mal zu einfachen Lauffeuern, wie ich sie im Kampf der Kämpfe Video für Apple War benutzt habe. Das Ganze in After Effects. Wem After Effects und diese ganzen Kleinheiten so zu kompliziert sind. Denn, mal vorgemerkt, man braucht vielleicht ein bisschen After Effects Vorkenntnisse. Wenn das bei euch nicht der Fall ist, habe ich auch im Video nochmal die Video Copilot Basic Training Tutorials erwähnt, die ich jedem, der sich mit After Effects beschäftigen möchte, sehr empfehle. Wenn ihr aber gar keine Lust habt, das Ganze so kompliziert und fein mit After Effects und so weiter zu machen, sondern einfach nur ein kleines nettes Feuer für eure Waffe setzen wollt, dann empfehle ich euch, jetzt nicht gleich ganz abzuschalten, sondern, ich habe hier unten so einen kleinen Button eingeblendet, mal zum Ende vom Video zu springen. Denn da habe ich noch eine kleine Überraschung für die, die keine Lust haben, sich für 99 Euro das Action Essentials Pack zu kaufen und wie gesagt, das nur ganz einfach machen wollen. Ja, springt zum Ende. Und nun fangen wir mit dem Tutorial an. Ich mache jetzt, nachdem ihr bestimmt 100 Millionen tausend Mal gefragt habt, ein Tutorial zu ein paar Effekten. Ich fange heute an mit einfachen Lauffeuern, also die Flammen, die aus dem Gewehr kommen, wenn die schießen. Und als erstes beantworte ich mal die Fragen, die am häufigsten kommt. Welches Programm benutze ich? Das ist natürlich Adobe After Effects. CS5.5 benutze ich im Moment. After Effects ist ein Compositing-Programm. Das heißt, es ist ein Programm, das darauf ausgelegt ist, verschiedene Videospuren zusammenzusetzen. Um jetzt aber Explosionen und so weiter in meine Videos zu setzen, brauche ich halt auch die Explosionen, weil After Effects ja nur zum Zusammensetzen da ist. Das heißt, die Leute, die mich immer fragen, womit macht ihr die Effekte? Und ich sage den After Effects. Wenn die sich dann After Effects holen, bringt ihnen das eigentlich noch gar nichts, weil die ja jetzt nur ein Tool haben, um sozusagen ganz fein alles zusammenzusetzen, aber sie haben eigentlich noch gar nichts, womit sie wirklich was anfangen können. Viel wichtiger als After Effects ist nämlich also, Packs zu haben, mit denen man halt Lauffeuer, Explosionen und so weiter auf das Video setzen kann. Was auch sehr, also das, was eigentlich alle benutzen, ist nämlich Action Essentials 2 von videocopilot.net. Kostet 99 Dollar in der 720p-Version, die natürlich in im YouTube-Bereich allen reichen sollte. 2K ist ne, fürs Kino und so weiter. Das enthält alles Mögliche, zum Beispiel Flammen, Erdstaubexplosionen, Glassplitter, Dampf, Blut, Funken, Wasser und halt die Lauffeuer, zu denen wir jetzt kommen. Alles Mögliche, was man so braucht. Und das würde ich mir auf jeden Fall holen, denn After Effects ist zwar ein Tool, mit dem man sehr präzise alles zusammensetzen kann, viele weitere Sachen noch Feinheiten bearbeiten kann, ganz simple Sachen, wie zum Beispiel einfach nur das Lauffeuer vor die Waffe setzen, kann man aber auch in den meisten Schnittsoftwares, das heißt Adobe Premiere oder Magix, Vegas, die alle können auch leicht Videospuren aufeinander setzen, das heißt, wenn ihr dieses Pack habt, könnt ihr schon mal in der Grundlage schon ziemlich coole Sachen machen. Das heißt, wenn ihr eine nicht bewegte Kamera auf dem Stativ habt, könnt ihr Explosionen reinsetzen. Lauffeuer sind da auch kein Problem. Die muss man ja einfach nur draufsetzen. Ich zeige euch aber das trotzdem jetzt mal, wie ich das hier in After Effects mache. Ich habe hier diesen Clip aus dem Apple War Video, wo sich Tenz umdreht und anfängt zu schießen. Das heißt, er fängt etwa hier an zu schießen. Das heißt, ich gehe jetzt mal in das Action Essentials Pack und gehe zu den Muzzle Flashes und suche mir jetzt hier einen schönen, man hat da verschiedene zur Auswahl, ein schönes Lauffeuer raus. Zum Beispiel das. Die in diesem Pack enthalten sowohl das Lauffeuer als auch danach ein bisschen Dampf, der durch die Gegend fliegt. Was halt so ein, wenn man schießt, passiert das halt, ne? Den nehme ich und setze den jetzt einfach mal an die Stelle, die ich mir eben rausgesucht habe. Und ja, jetzt habe ich hier, ach, die Stelle stimmt noch nicht ganz. So, jetzt habe ich hier einen Muzzle Flash. Und ja, den muss ich jetzt noch positionieren. Kann ich hier ausklappen und komme zu den Transformationseinstellungen und kann den schon mal drehen und skalieren, also die Größe einstellen, und dann nehme ich ihn und schiebe ihn an die Front der Waffe. Soweit so gut.
Ein normaler Muscle Flash sollte genau ein Frame lang sein. Hier in diesem Pack sind sie aus irgendwelchen Gründen immer zwei Frames lang. Das heißt, da tut sich dann nichts und das sieht blöd aus. Also, wenn man das Action Essentials Pack hat und Muscle Flash draufsetzt, immer den ersten Frame wegschneiden. Damit die Lauffeuer auch immer nur eine Sekunde. Also, Muscle Flash, scheiße, wie was laufen. Damit die immer nur ein Frame lang sind. So, ich finde, das sieht jetzt noch nicht so super aus. Also wähle ich, bei den Modi den Modus addieren. Dadurch leuchtet das Ganze ein bisschen mehr. Ihr könnt ja mal den Vergleich sehen. Da leuchtet das Ganze ein bisschen mehr. Ihr könnt auch noch, wenn ihr wollt, dass es so ein bisschen drumherum leuchtet, den Effekt Leuchten anwenden. Da wählt man dann am besten davor. Und kann dann hier so ein bisschen mit den Einstellungen rumspielen, wie es einem gefällt. Des Weiteren, wenn man halt so eine Flamme da an der Waffe hat, hält das natürlich ein bisschen auf. Da ist ja sozusagen ein Lichtblitz. Und der muss halt jetzt so ein bisschen die Umgebung aufhellen. Dafür duplizieren wir mit STRG D die Original-Videospur und wählen auch hier den Modus Addieren. Da seht ihr schon, es wird jetzt heller. Also die Spuren werden aufeinander gesetzt sozusagen und deren Helligkeitswerte addieren sich sozusagen zusammen. Mit Kurven, was man ja so zum Farbbearbeiten benutzt, können wir das Ganze jetzt noch ein bisschen gelblich einfärben, damit das ein bisschen mit dem Lauf, das Lauffeuer ist ja gelb. So, jetzt haben wir so einen leicht gelblichen Ton. Und jetzt nehmen wir das Maskentool und suchen uns ein paar Bereiche, die von so einem Lauffeuer beleuchtet werden müssten. Hier zum Beispiel die Vorderseite der Waffe. Das muss nicht ganz so präzise sein. Ja, die eine Hälfte von Tens Gesicht. Tenses Gesicht. Können wir auch hier noch ein bisschen modifizieren. Und vielleicht ein Teil seiner Hand. Ja, da muss man so ein bisschen gucken, wie es am besten passt. Und, ja, also hier ist das ein bisschen schlecht, aber normalerweise macht man auch immer noch ein bisschen was so in die Umgebung, wenn man zum Beispiel eine Wand dahinter hat, so ein bisschen leichter. Wir machen das jetzt hier einfach, damit ihr das mal seht, auf dem Boden, auch wenn da hier die Beine von wem auch immer im Weg sind. So, hier können wir jetzt die gelben Ränder ausstellen, die wir von den Masken haben. So, aber so soll das natürlich nicht bleiben. Wir gehen jetzt auf der Spur, auf die wir das gerade gemacht haben, auf der Aufleuchtespur sozusagen, in die Masken. Hier haben wir die vier Masken, die wir gezogen haben. Und hier können wir die Weichheit einstellen. Hier sind wir jetzt zuerst, glaube ich, bei... Was haben wir zuerst gemacht? Genau, hier die Front von der Waffe. Da können wir so ein bisschen die Weichheit einstellen, dass da nicht mehr so scharfe Kanten sind. Und da das recht nah an der Flamme ist, können wir das auch voller Deckkraft lassen. Kommen wir zum... Das müsste jetzt die Hand sein. Nö, es ist das Gesicht. Das ist schon weiter weg, also ziehen wir die Deckkraft von der Maske ein wenig runter. Jetzt kommt aber die Hand. Ja. Die ziehen wir auch runter, weil das auf der Hand sehr, sehr hell wirkt. Ich glaube, das Gesicht kann auch noch ein bisschen dunkler. Und der Boden, da der am weitesten weg ist, braucht A, sehr viel Weichheit, weil das ja, ein sehr großer Bereich ist, der... ja, sehr verteilt ist, und da würde ich die Deckkraft auch recht stark runternehmen. Nur so ganz leicht. Und jetzt, damit das schön aufblitzt, gehen wir zurück in die Transformationseinstellung und setzen einen Keyframe vor dem Schuss und ziehen die Deckkraft runter auf 0. Jetzt gehen wir auf den Schuss, setzen die Deckkraft von der gesamten Ebene auf 100, gehen nochmal ein, zwei Frames weiter und setzen sie wieder auf 0. Und jetzt haben wir schon einen schönen Schuss. Einen Schuss würde ich bei einem Maschinengewehr alle drei Frames setzen, das heißt, hier würden wir dann wieder einen neuen Schuss hinsetzen, wieder das Aufleuchten machen und ja, so kommt man dann zu einer schönen Schusssequenz. Man kann natürlich noch viele andere Sachen machen. Was ich zum Beispiel in dem Video gemacht habe, ist, dass ich hier in die Waffe habe ich einen etwas anderen Muscle Flash genommen. Ich glaube, das ist einer von einem Schalldämpfer oder so. Der sieht so aus, also viel
kleiner und nur so eine kleine Flamme und relativ viel Dampf. Und den habe ich genommen, natürlich auch auf Addieren gesetzt, damit er trotzdem schön hell ist. Und habe den ein Stück gedreht und hier irgendwie so an die Waffe rangesetzt, die leeren Patronenhülsen rausfliegen. Das heißt, da fliegt es raus, an der Stelle. Und dann hat man im Action Essentials Pack auch ja, leere Patronenhülsen. Und zwar hier. Die. So. Die setzen wir da auch rein. Skalieren sie natürlich runter. Und das ist immer noch zu groß. Und setzen sie unter dass die Flamme, die aus der Waffe kommt. Und gehen jetzt wieder zu den Transformationseinstellungen und setzen einen Keyframe, indem wir auf die Stoppuhr klicken. Und gehen, sagen wir, 3-4 Frames vor. Und ziehen die leere Hülse aus dem Bild, als würde sie rausfliegen. Jetzt fliegt sie einen geraden Weg. Jetzt können wir hier mit diesem kleinen Punkt da das Ganze so ein bisschen abrunden, damit es eine relativ runde Form hat. Ja. Und da sehen wir schon, fliegt das Ding raus. Aber so sieht das noch komisch aus. Weil das Ding bewegt sich natürlich total schnell. Und wenn sich Dinge schnell bewegen in der Kamera, dann hat man sogenannte Bewegungsunschärfe. Also gehen wir auf die Spur mit dem mit der Patronenhülse und klicken hier auf da und setzen hier ein Kugelding. Und dann müssen wir das Ganze noch für die gesamte Komposition einstellen. Also man kann das für einzelne Ebenen einstellen, aber da das Berechnen des Bildes sehr verlangsamt, kann man es dann im Nachhinein noch für die ganze Komposition an- oder ausstellen. Stellen wir es also an und jetzt denkt er kurz und jetzt sieht man es kaum noch, weil es sich so schnell bewegt. Vielleicht ziehen wir den Keyframe ein paar Frames zurück, dass es nicht ganz so schnell geht. Und jetzt seht ihr auf jeden Fall hier schon den ganz schnell vorbeifliegenden 8 mm Kugeldingens. Und das Ganze sieht dann natürlich total cool aus, wenn dann beim Schießen auch noch die ganze Zeit leere Patronen rausfliegen und gibt dem Ganzen halt noch irgendwie einen realistischeren Look. Ja, ich glaube, das war's für unser erstes Tutorial schon. Ihr könnt in den Kommentaren gerne nach weiteren Tutorials fragen, die ihr für bestimmte Effekte aus einem unserer Videos sehen wollt. Und das mache ich dann, wenn ich mal Zeit und Lust habe, damit ihr auch das lernen könnt. Also, holt euch das Action Essentials Pack und wenn ihr dann auch After Effects habt und das nicht nur mit einfacher Schnittsoftware machen wollt, dann kann ich euch weiterhin Video-Copilot empfehlen. Die machen sehr gute Tutorials und haben unter Tutorials hier auch Basic Training, wo ihr mal die Grundlagen kennenlernt. Und dann empfehle ich euch auch aber sehr die fortgeschrittenen Tutorials von denen. Mit denen habe ich After Effects gelernt. Also das Basic Training, ich weiß nicht, gab es da noch nicht oder ich kannte es nicht oder so. Aber eine kleine Überraschung habe ich noch, denn wenn ihr keine Lust habt, 99 Euro nur für ein paar blöde Lauffeuer auszugeben, wie gesagt, ich empfehle es trotzdem, weil da viele andere coole Sachen dabei sind, super Explosionen, alles mögliche, was man so brauchen kann, und ihr nur ganz einfach ein kleines Lauffeuer in eurer Schnittsoftware vor eure Waffe setzen wollt, ohne viele Details in After Effects und so weiter, dann habe ich euch hier ein kleines Pack mit 6 Lauffeuern gemacht, die ihr auf meinem Blog runterladen könnt. Hier habe ich 2 von vorne und 4 von der Seite, die ihr dann je nach Belieben vor eure Waffen setzen könnt. Hier haben wir einen für ein Gewehr, was so ein bisschen Dämpfer ist und länger, und hier ein schönes Maschinengewehr. Das hier würde ich eher für eine Pistole verwenden mit sehr vielen Funken. Das hier ist, das kann man sowohl von vorne als auch von der Seite benutzen. Da kann man so ein bisschen ausprobieren und halt 2 von vorne. Und ich hoffe, das hilft euch was. Immer schön abonnieren und liken, wenn es euch geholfen hat. Und schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr weitere Tutorials haben wollt. Okay, thanks, bye.